Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, allen Fraktionen sind weitere 6 Minuten 49 Sekunden Redezeit zugewachsen. Das Wort hat der Kollege Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Es hat sich vieles angestaut in diesem Parlament seit Beginn der Legislaturperiode auf allen Seiten. Das hat man in der bisherigen Debatte ja auch schon ganz klar gemerkt. Und eine Debatte, und nicht nur heute, tut Not. Das Wesen einer parlamentarischen Demokratie ist nicht, dass man sich gegenseitig mögen muss. Man muss sich durchaus nicht mögen. Aber das Wesen einer demokratischen Debatte ist, dass man unterschiedliche Meinungen akzeptiert und aushält. Das Thema dieser Aktuellen Stunde ist von uns wohl gewählt. Der politische Umgang mit Gewalttaten in Hessen. Und das betrifft ja wohl nicht nur den Umgang durch die AfD mit Gewalttaten in Hessen. Das betrifft halt auch den politischen Umgang durch die Linke, die SPD, die Grünen, die CDU und die FDP in Hessen. Und wieso haben wir als AfD nicht das Recht, so wie Sie das Recht haben, auf das Verhalten von uns hinzuweisen, auch auf das Verhalten von Ihnen hinzuweisen in Bezug auf den politischen Umgang? Die Empörung hier über die Rede von meinem Kollegen Klaus Herrmann ist aus meiner Sicht so groß, weil Sie über bestimmte Dinge eventuell nicht reden wollen. Ich kann Ihnen nur meine Meinung schildern. Sie können durchaus anderer Meinung sein. Aber bitte nehmen Sie meine Meinung dann auch zur Kenntnis. Gab es bei Ihnen nach dem entsetzlichen Mord an Dr. Walter Lübcke, dem entsetzlichen Mordversuch an dem eritreischen Flüchtling in Wächtersbach und dem entsetzlichen Mord an dem 8-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof keine Instrumentalisierung? Keine Instrumentalisierung gegen die AfD? Haben Sie nicht versucht, uns eine Mitverantwortung zuzuweisen? Haben Sie nicht versucht, einen Zusammenhang herzustellen? Viele von Ihnen sicherlich nein, aber andere von Ihnen sicherlich ja. Differenzierung in der Tat tut Not, und das tun wir hier auch. Von Ihnen wird seit 8 Monaten aus unserer Empfindung auf die AfD draufgehauen. Sie würden am liebsten hier nach wie vor unter sich bleiben. Sie haben uns keinen Vizepräsidenten gegeben. Sie haben einen Dirk Gaff, der 25 Jahre Bundespolizist war, über jeden Zweifel erhaben, nicht in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt. Sie klatschen ja nicht einmal bis auf die FDP, wenn es hier die Erstrede eines Parlamentariers der AfD im Parlament gibt. Daran sieht man, wie tief Ihre Ablehnung geht und wie schwer es Ihnen fällt. Ein Moment, Kollege Lambrou, meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch um Aufmerksamkeit. Für den Redner. Ja, für den Redner. Jeder hat das Recht, hier in diesem Hause zu sprechen und dass ihm zugehört wird. Es fällt Ihnen augenscheinlich schwer zu akzeptieren, dass fast jeder siebte Bürger, der zur Hessenwahl gegangen ist, AfD gewählt hat und dass wir hier 400.000 Wähler vertreten. Sie blenden gerne bei bestimmten Themen die Realität aus. Das ist unsere Sichtweise. Die AfD hat demokratische Rechte. Wir haben das Recht, auf die Themen, für die gewählt wir wurden, aufmerksam zu machen. Und was ich mir immer wieder hier in der ersten Reihe denke, wenn ich Redner erlebe, wenn es um das Thema AfD geht: Es muss sich unglaublich gut anfühlen, auf so einem hohen moralischen Ross zu sitzen, wie Sie es teilweise tun. Und ich empfinde das als eine unglaubliche moralische Überheblichkeit. Wir sind eine neue Partei, so wie es die Grünen vor 40 Jahren waren. Und man versucht, uns wegzubeißen, so wie man die Grünen versucht hat, wegzubeißen. Das ist das Spiel, was hier läuft. Und die AfD
ist gegründet worden, weil die anderen Parteien aus Sicht vieler Bürger zunehmend weniger bereit waren, sich mit bestimmten Problemen auseinanderzusetzen und lieber bei ihnen unangenehmen Themen mit moralischen Tabus gearbeitet haben. Viele Themen sind eben nicht alternativlos in der Art und Weise, wie wir sie lösen wollen. Und dafür ist die AfD entstanden. Und das machen wir hier im Hessischen Landtag. Wir sprechen Themen an, über die Sie anscheinend nicht reden wollen, oder wir bringen Argumente in Debatten ein, die Sie gerne ignorieren wollen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, Sie verwechseln das mit Radikalismus. Es ist schlichtweg eine andere Meinung. Es ist demokratisch, es ist nicht undemokratisch, es ist bürgerlich-konservativ. Und bei uns sind keine Masken, da ist kein Doppelgesicht. Es ist einfach nur die Frage zu stellen, halten Sie wirklich andere Meinungen aus? Sie spalten mit Ihrem Umgang von Beginn an. Und noch etwas gehört zur Wahrheit. Sie wollen doch, dass wir draufhauen. Sie wollen doch, dass Sie uns in eine extreme Ecke stellen können. Sie wollen das doch, damit Sie sich mit unseren Themen und unseren Argumenten nicht beschäftigen müssen. Sie wollen sich mit der Ansicht vieler Bürger in Deutschland, dass wir bei vielen Themen in die völlig falsche Richtung laufen, nicht beschäftigen. Ich frage Sie, ist das ein demokratisches Verhalten? Ich denke, dass diese Debatte, so schmerzhaft sie für alle Beteiligten ist, bitter notwendig, ja geradezu überfällig ist. Und ich denke, dass wir diese Debatte, der politische Umgang mit bestimmten Themen, z.B. den Gewalttaten und der durchaus gegenseitigen Instrumentalisierung, noch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber Sie tun immer nur so, als ob die AfD schuld ist. An allem, selbst am Klimawandel. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich jetzt noch einmal etwas sagen möchte. Und ich habe es selten erlebt in diesem Haus, nein, falsch, ich habe es noch nie erlebt, dass man einen Anlass für eine politische Debatte auswählt, der so unfassbar unmenschlich hier ausgeschlachtet wird. Hier gibt es ganz viele in diesem Raum, die Kinder haben. Hier gibt es ganz viele, die junge Kinder haben. Stellen Sie sich einmal vor, was diese Familie, die diesen Jungen, der hatte einen Namen, der hätte ein Leben gehabt, den Sie hier raustragen für eine Selbstbeweicherungsdebatte, für ich weiß gar nicht, was Sie hier erzählt haben. Ich muss an diese Familie denken. Ich muss an dieses Kind denken. Ich muss denken, was Menschen von uns halten, die über jemanden sprechen, der einen Namen hat, eine Familie, die trauert, jemand, der Kinder hat und der sich vorstellt, dass dieses Kind jetzt tot ist, der kann nicht fassen, was heute hier passiert ist. Und ich kann nur an Sie appellieren, machen Sie das nie wieder. Machen Sie das nie wieder. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mir geht es ähnlich wie dem Kollegen Rock. Ich habe auch lange überlegt, ob ich noch einmal in die Debatte gehe, weil es immer die Abwägung ist, ob man das, was die AfD hier offenkundig geplant als Inszenierung abliefert, dadurch aufwertet. Das spricht dagegen, dazu zu sprechen. Andererseits fällt es auch schwer, Herr Kollege Lambrou, vor allem Herr Kollege Herrmann,
das hier so stehen zu lassen, was Sie hier heute Morgen geboten haben. Wissen Sie, wir reden über Opfer von Gewalttaten. Wir reden über den kleinen Jungen am Frankfurter Bahnhof. Wir reden über den Mordversuch in Wächtersbach und das Opfer dieses Mordversuches. Wir reden über unseren früheren Kollegen Walter Lübcke, der Opfer eines wahrscheinlich rechtsextremistischen Mordes geworden ist. Und Herr Kollege Lambrou, dann gehen Sie hier an das Rednerpult und versuchen, die AfD als eigentliches Opfer darzustellen. Herr Kollege Lambrou, Sie dürfen hier alles sagen in diesem Parlament. Sie dürfen hier alles sagen in diesem Parlament, Herr Kollege Lambrou. Das ist in der Demokratie so. Aber Sie müssen sich auch zurechnen lassen, was Sie sagen. Und wenn andere über Opfer von Gewalttaten reden und das einzige Trachten der AfD ist, sich selbst als Opfer darzustellen, dann fehlt Ihnen Anstand und dann fehlt Ihnen Mitgefühl, meine Damen und Herren von der AfD. Sie geben vor, bürgerlich zu sein. Sie geben vor, bürgerlich zu sein. Mit der Rede des Kollegen Herrmann ist diese Selbstzuschreibung der AfD endgültig demaskiert. Und Herr Kollege Lambrou, Sie müssten als Fraktionsvorsitzender, der vorgibt, bürgerlich zu sein, die Kraft haben, wenn Sie schon in so eine Debatte noch einmal reingehen, dann sich vom Kollegen Herrmann zu distanzieren. Das wäre ein sinnvoller Beitrag gewesen. Herr Kollege Lambrou, Sie dürfen über alles reden. Ich komme da gleich noch mal drauf. Aber Sie müssen sich das dann halt auch zuschreiben lassen, worüber Sie reden, Herr Kollege Lambrou. Sie geben vor, über die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu sprechen. Beide Reden, die Sie heute hier gehalten haben, gingen im Wesentlichen über die AfD und damit über sich selbst und mit keinem Wort über die Lösung, über die Probleme der Menschen und schon gar nicht über die Lösungen für die Probleme in unserem Land. Sie geben vor, für die Mehrheit des Volkes zu reden. Nehmen Sie es zur Kenntnis, Sie reden nicht für die Mehrheit des Volkes. Sie reden nur und ausschließlich für sich selbst. Ich habe es schon gesagt, Herr Kollege Lambrou, Herr Kollege Herrmann, die anderen Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie dürfen in diesem Land über alles sprechen. Stilisieren Sie sich nicht so, dass da irgendetwas verboten werde. Sie dürfen alles sagen. So schwer es erträglich es mir auch scheint. Aber Sie sagen mit dem, was Sie sagen, mehr über sich als über alle anderen. Das ist der entscheidende Punkt. Sie sagen mehr über sich als über alle anderen. Sie haben mit dem, was Sie heute hier gesagt haben, haben Sie gezeigt, Sie sind unfähig, anlässlich von schrecklichen Gewalttaten, anlässlich von Menschen, die zu Tode gekommen sind oder die schwer verletzt sind. Sie sind unfähig zu trauern über diese Menschen. Sie sind unfähig, den Menschen und ihren Familien das notwendige Mitgefühl zu erweisen. Sie sind unfähig, der Neigung zu widerstehen, solche Schicksale nicht parteipolitisch zu instrumentalisieren. Mit dem, was Sie sagen, und Sie dürfen alles sagen, sagen Sie mehr über sich als über alle anderen. Herr Kollege Lambrou, Herr Fraktionsvorsitzender, ich hatte bei Ihrer Rede alle anderen darum gebeten,
dass Sie sie ausreden lassen und dass Sie nicht ständig dazwischenrufen. Ich bitte Sie auch, das so zu halten. Bitte sehr, Kollege Wagner. Sie dürfen über alles reden. Sie hätten heute Morgen darüber reden können, was denn Ihre Vorschläge sind für eine bessere Präventionsarbeit. Sie hätten über Ihre Vorschläge für eine vielleicht aus Ihrer Sicht notwendige bessere Polizeiarbeit reden können. Sie hätten über alles reden können, Herr Lambrou. Sie haben es aber nicht getan. Und auch das sagt mehr über Sie als über alle anderen. Und was nicht geht, Herr Kollege Lambrou, einzufordern, dass Sie über alles reden dürfen, was Ihr Recht ist, keine Frage, und sich dann aber die Äußerungen der Vertreterinnen und der Vertreter Ihrer Partei nicht zurechnen zu lassen. Wenn Sie über alles reden, dann gilt das auch, was Sie reden, und dann müssen Sie sich dafür auch in Verantwortung nehmen lassen und können nicht immer sagen, das, was der eine AfDler gesagt hat oder der andere, das gilt für mich aber nicht, Herr Kollege Lambrou. Das müssen Sie sich dann auch zurechnen lassen. Sie dürfen über alles reden, müssen dann aber auch Verantwortung für Ihre Reden übernehmen. Herr Kollege Wagner, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Und an alle Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, mit der heutigen Debatte hat man gesehen, was passiert, wenn die AfD stärker wird. Sie ist vergangenen Sonntag leider stärker geworden. Sie mögen sich jetzt kräftig und mächtig fühlen, aber wenn Sie so auftreten, dann wissen alle, was passiert, wenn man die AfD stärker macht. Und deshalb, glaube ich, wissen auch alle, dass wir das dringlich sein lassen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, Fraktionsvorsitzende der SPD. Bitte sehr, Nancy. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, der Zeitpunkt in der Debatte ist gekommen, auch Ihnen noch einmal zu sagen, Herr Lambrou, wir lassen es nicht zu, dass Sie mit Ihrer Rhetorik, nämlich Sie wollen ja genau das, was Sie heute hier bekommen. Natürlich. Sie wollten provozieren, dass der Ministerpräsident in die Debatte geht. Sie wollten provozieren, dass die Fraktionsvorsitzenden der anderen Fraktionen in die Debatte gehen, um das möglichst hoch aufzuhängen, um morgen große Artikel in der Zeitung zu haben. Das ist Ihre Form der Arbeit. Sie verwenden überall die gleiche Rhetorik. Sie versuchen, sich Mitleid von irgendwem zu bekommen, weil Sie hier vermeintlich ausgegrenzt werden, was nicht stimmt. Das sieht man ja in der Debatte. Sie werfen uns vor, wir wollten unter uns bleiben. Sie versuchen ganz bewusst, und das ist das, was wir demokratischen Parteien Ihnen wirklich übel nehmen, Sie setzen bewusst Rhetorik von Einzelnen in der AfD ein, um Grenzüberschreitungen zu begehen. Und das haben Sie heute erstmals hier in Hessen getan. Zum ersten Mal haben Sie Ihre Maske hier im Parlament fallen lassen, indem Sie einen Mord an einem Kind, und da teile ich das, was der Kollege Rock gesagt hat, das ist für Eltern so unvorstellbar schrecklich, zu missbrauchen, um ihre Grenzüberschreitung in der Gesellschaft hinzubekommen. Weil das hat doch Methode, meine Damen und Herren. Es hat Methode, immer ein Stückchen weiterzugehen, immer ein weiteres Tabu zu brechen, damit am Ende die Menschen Ihnen folgen mit Ihrer vermeintlichen menschenverachtenden Rhetorik. Sie beleidigen damit. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Und deswegen bin ich so entsetzt, dass Sie diese weitere Grenzüberschreitung heute begangen haben. Das ist derart unmenschlich und verwerflich. Das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen.
Und nein, wir fallen nicht auf Ihre Strategie rein. Das hat der Kollege Matthias Wagner genau gesagt. Sie können hier über alles reden, aber Sie tun es nicht. Sie reden in der Sache überhaupt nicht. Ich bin Mitglied des Innenausschusses. Ihre Fraktion hat sich dort noch nie zu keinem dieser Themen jemals zu Wort gemeldet. Noch nicht ein Wortbeitrag im Innenausschuss, seit es diese Legislatur gibt. Und mit diesem Nichtbeteiligen, mit diesem eben nicht irgendwas in der Sache zu bewirken, auch über Dinge zu reden, die aus Ihrer Sicht möglicherweise nicht so richtig sind oder andere anders sehen, mit genau diesem Verhalten, dass Sie sich nicht einbringen, dass Sie nicht in der Sache mit argumentieren und nur hier Ihre furchtbar menschenverachtende Rhetorik, die ja jetzt langsam rauskommt. Sie haben ja versucht, die ersten Wochen da etwas anders aufzutreten. Was menschenverachtend ist. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie noch einmal, diese ganzen Zwiegespräche hier zu unterlassen. Sie können Zwischenrufe machen, wenn Sie intelligent sind, sind Sie mir noch liebe, aber bitte nicht diese Zwiegespräche hier, und ich bitte die Rednerin ausreden zu lassen. Sie nehmen sich einen der schlimmsten Mordfälle heraus, den es hier in diesem Jahr gab, um an diesem Fall, der für die Eltern und die Angehörigen so furchtbar ist, andere Menschen auszugrenzen. Genau das haben Sie heute hier getan. Und das ist menschenverachtend. Und ich glaube, es ist richtig, wenn wir anderen Fraktionen jetzt auch draußen immer mal wieder erzählen, dass sie sich eben nicht einbringen. Sie bringen sich nicht ein, nirgendwo. Nein, Sie bringen sich nicht ein. Sie bringen sich in den Fachausschüssen überhaupt nicht ein. Und warum nicht? Weil dort keine Presse anwesend ist. Deshalb bringen Sie sich dort nicht ein. Wir lassen uns von Ihnen, und das will ich auch sagen, die gute Tradition dieses offenen und toleranten Bundeslandes hier mit solchen Spielchen im Parlament nicht verderben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Ihnen solche Debatten wie heute auch so nicht mehr durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Faeser. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Wissler von der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Samstag gab es einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, der war überschrieben damit, dass die AfD uneins über den Umgang mit dem Mord am Hauptbahnhof ist. Und in der Frankfurter Rundschau wird Herr Lamprou zitiert mit den Worten: Menschen aus anderen Kulturen reagierten in bestimmten Situationen gewaltbereiter. Und dann schreibt die Frankfurter Rundschau, und ich möchte das gerne zitieren: Angesichts der Tatsache, dass der Täter aus Sicht der Justiz psychisch krank und daher nicht schuldfähig ist, fügte der AfD-Fraktionschef hinzu, Zitat: Ich gebe zu, dass dieser Mord nicht in das Schema passt, das uns sonst antreibt. Ich glaube, deutlicher kann man nicht machen, dass es Ihnen nicht um den toten Jungen geht. Es geht Ihnen nicht um den toten Jungen, es geht Ihnen um Ihre Hetze. Und das haben Sie selber zugegeben in diesem Artikel, Herr Lamprou.
Alleine die Formulierung, der Mord passe nicht in das Schema, das uns sonst antreibt. Sie haben eben die Kollegin Faeser gefragt, was Sie mit Menschenverachten meinen. Genau das, Herr Lambrou, ist Menschenverachten. Es ist Menschenverachten, von Morden zu sprechen, die in ein Schema passen, weil Sie genau um die Menschen trauern, die Sie, wo Sie glauben, es politisch instrumentalisieren zu können, und um alle anderen nicht. Und das haben Sie mit dem Satz deutlicher gesagt, als es jeder andere hier hätte sagen können. Und ich will noch den zweiten Teil dieses Zitates ansprechen, nämlich dass Menschen aus bestimmten Kulturen, wie Sie das nennen, in bestimmten Situationen gewaltbereiter seien. Es ist heute schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass Gewaltbereitschaft sich nicht an Herkunft, Nationalität, Religion oder Kultur deutlich macht. Ich will Sie darauf hinweisen, dass wir in einem Kulturkreis nennen, wie Sie das nennen, in dem das schlimmste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, und das ist nicht einmal ein Menschenleben her. Und der Holocaust wird von Menschen aus Ihrer Partei relativiert als Vogelschiss der Geschichte, und Opfer des Holocaust werden verhöhnt von Ihrer Partei. Und deswegen wäre ich mal ganz vorsichtig. Ich wäre mal ganz vorsichtig, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der Menschheitsverbrechen, die im Namen die in der deutschen Geschichte angerechnet werden, wäre ich mal ganz vorsichtig, Menschen aus vermeintlich anderen Kulturkreisen eine höhere Gewaltbereitschaft unterstellen, meine Damen und Herren. Und deshalb, wer Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihrer Nationalität pauschal Eigenschaften unterstellt, der ist nicht rechtspopulistisch, das ist verharmlosen. Was Sie betreiben, ist völkische Ideologie. Das ist Ihr Weltbild. Und deshalb sind alle Demokratinnen und Demokraten aufgefordert, der AfD, diesem Rassismus, dieser offen rassistisch und nationalistischen Partei entschieden etwas entgegenzusetzen im Parlament und außerhalb, weil Sie eine Gefahr sind für Deutschland und keine Alternative für Deutschland. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Als nächstes hat sich der Abg. Boddenberg von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Matthias Wagner hat darauf hingewiesen, dass wir, die demokratischen Fraktionen dieses Hauses, in der Frage, wie wir mit der AfD umgehen, durchaus viele Gespräche geführt haben, weil wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wollen und sollen wir der AfD, Beispiel heute, bei dem, was Sie heute hier inszeniert haben, ich glaube, das ist in mehreren Wortbeiträgen völlig zu Recht so auch gewertet und analysiert worden. Sollen wir der Moment, AfD Entschuldigung, Herr Boddenberg, aber wir haben hier eine Geschäftsordnung, jeder hat seine Redezeit. Jetzt hat Herr Boddenberg das Wort, und ich bitte ihn, auch in Ruhe reden zu lassen. Sollen wir dieser AfD dadurch zu möglicherweise mehr Aufmerksamkeit verhelfen? Ja, wir stellen uns diese Frage, und wir haben uns heute relativ kurzfristig alle Fraktionen entschieden, dass wir diesen Preis bereit sind zu zahlen, weil es so sein muss, dass wir an einem heutigen Tag nach einer solchen Rede uns zu Wort melden, um den Menschen, die uns zuhören, einige sind heute auch hier im Hessischen Landtag auf den Besucherplätzen, zu zeigen, wes Geisteskind die AfD ist, welches Geschäftsmodell, ich nenne das mal ganz bewusst so, diese Partei für sich entdeckt hat und versucht zu perfektionieren, und welche Gefahr das für unser Land bedeutet. Zu dem Geschäftsmodell dieser Partei gehört ist,
Zwischenruf, wenn es nicht alle gehört haben, die Wahrheit auszusprechen. Zunächst einmal, das ist mehrfach heute hier zu Recht gesagt worden, ständig zu behaupten, dass man in diesem Land nicht alles sagen darf. Sie widerlegen sich selbst, indem Sie ja ständig alles das sagen, was Sie wahlen wollen. Oder gibt es etwas, das Sie noch Schlimmeres denken, aber nicht sagen, weil Sie Sorge haben, dass Sie es nicht sagen dürfen? Also, ich glaube, der Beweis ist unzählige Male geliefert worden, dass man in diesem Land alles sagen darf. Und es ist dann, und das hat Matthias Wagner und andere heute hier völlig zu Recht festgestellt, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wirklich alles gesagt werden darf. Und zu diesem Geschäftsmodell gehört darüber hinaus durchaus berechtigte Sorgen, die Menschen haben. Was wird die Zukunft bringen? Kann ich in meinem Leben, in meinem Umfeld abends um 11 sicher durch die Straße gehen? Was wird aus meinen Kindern? Was ist mit Schulen, die durchaus große Herausforderungen zu bewältigen haben, beispielsweise mit Fragen der Integration, unterschiedlichen kulturellen Herkünften, unterschiedlichen Mentalitäten? All diese Fragen führen bei Menschen zu Sorgen, bei manchen zu Ängsten. Ihr Geschäftsmodell ist es, diese Ängste für sich zu identifizieren und sie darüber hinaus in einer Art und Weise zu eskalieren, dass möglicherweise selbst diejenigen, die sich mit manchen Fragen nie beschäftigt haben, ich gehöre zu denen, die beispielsweise abends durchaus mit einem guten Gefühl durch eine Stadt wie Frankfurt laufen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Sicherheitsbehörden funktionieren, weiß, dass Kriminalität zum Alltag der Menschheit gehört, solange es die Menschheit gibt. Aber ich kann damit umgehen, und ich glaube, es ist die große Mehrzahl. Aber Ihr Geschäftsmodell ist es, noch ein paar mehr vielleicht dahin zu bringen, dass Sie sagen, ja, so geht es ja nicht weiter. Wieder jeder Statistik behauptet diese Partei, dass Gewalt in diesem Land zunimmt und dass es nicht mehr möglich ist, abends um 10 oder um 11 in Frankfurt durch die Straßen zu laufen. Wieder jeder Statistik. Der Innenminister hat völlig zu Recht heute auch in dieser Debatte mal kurz ein paar Dinge gerade gerückt, wie es nämlich beispielsweise um die Kriminalitätsentwicklung, die in nahezu allen Deliktbereichen deutlich zurückgeht, einerseits in eine positive Richtung genauso geht, wie das die Polizei ihre Arbeit macht und die Aufklärungsquote steigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Geschäftsmodell, Ängste zu stören und sie zu verstärken und dann noch Aufmerksamkeit dadurch zu entwickeln und zu generieren, indem man ständig Grenzen überschreitet, führt zu dem, was heute die AfD ausmacht. Und hier sind einige Sätze zitiert worden, und es ist ja in der ersten Rede des AfD-Kollegen die Bundeskanzlerin mehrfach massiv angegangen worden. Ich will noch zwei, drei Beispiele dafür nennen, wo ich und worüber ich rede, wenn ich von Grenzüberschreitungen rede. Frau von Storch bestreitet bis heute, dass sie das gesagt hat oder getwittert hat. Auch das ist Geschäftsmodell. Nachher sagen, war nicht so gemeint, ist passiert, war ein Fehler, ich bin auf der Maustaste ausgerutscht, oder es waren Mitarbeiter, die das abgesendet haben, ohne mein Wissen. Also bei mir twittert ohne mein Wissen niemand, wie das, was Frau von Storch getwittert hat, nämlich indem sie feststellt, je länger Merkel am Ruder der CDU bleibt, desto mehr Fleisch werden von ihrem Kadaver reißen. Das ist Originalton Frau von Storch. Herr Gauland spricht von einer Umvolkung. Herr Gauland spricht in meinem Wahlkreis im Frankfurter Süden von Räubern, Vergewaltigern und Messerstechern, wenn er von Menschen fremder Herkunft redet. Ich lasse es dabei bewenden, meine Damen und Herren. Es ist a widerlich, es ist rassistisch, es ist unmenschlich, inhuman, meine Damen und Herren, und einer Gesellschaft, in der ich leben möchte, die in Aufklärung groß geworden ist, die Schlimmes im letzten Jahrhundert erlebt hat, die eine Aufarbeitung der Geschehnisse des letzten Jahrhunderts, ich finde, in weiten Teilen so gemacht hat, dass sich andere Gesellschaften daran ein Beispiel nehmen können, die aber jetzt auch die Pflicht hat, zu sagen, nie wieder und während diesen Anfängen, meine Damen und Herren. Eine solche Gesellschaft versuchen Sie mit Ihrer Politik zu zerstören. Und letzter Satz, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, letzter Satz. Und dann gerieren Sie sich als bürgerlich und wundern sich, dass wir das infrage stellen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das werden wir weitermachen.
Und solange Sie sich von Herrn Höcke, solange Sie sich von Herrn Gauland, solange Sie sich von Frau von Storch und von Frau Weidel und diesen Menschen und Vertretern in Ihrer Partei nicht trennen, solange müssen Sie jedes Wort dieser Vertreter Ihrer Partei auch für sich in Anspruch, oder wir nehmen es in Anspruch, dass auch Ihre Denke genau diese ist. Die CDU Deutschlands, die hessische CDU, hat Martin Hohmann seinerzeit in einem schwierigen Prozess, und wir wissen alle miteinander, wie schwer es ist, ein Parteiausschussverfahren erfolgreich durchzuführen. Ich war damals zuständig als Generalsekretär der hessischen CDU. Wir haben uns von Herrn Hohmann getrennt, weil wir Grenzen ziehen und sagen, dieser Rechtsstaat, diese Demokratie hängt eine Menge aus. Sie hält auch Sie aus. Aber es darf nicht unwidersprochen bleiben, und es muss Konsequenzen haben. Wir waren jederzeit so konsequent, und das, glaube ich, nehme ich für alle demokratischen Fraktionen auch in Zukunft in Anspruch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Boddenberg. Das war ein etwas längerer Satz. Die AfD-Fraktion hat jetzt noch mal Zeit für einen kurzen Satz. 20 Sekunden Redezeit. Bitte, Herr Abg. Lambrou, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Boddenberg, Sie haben gerade gesagt, in Bezug auf die AfD wäre den Anfängen. Ich bitte Sie, zum Abschluss dieser Debatte einmal gut darüber nachzudenken, wie viel Hetze und Hass in dieser Äußerung gegenüber einer bürgerlich-demokratischen Partei steckt und was Sie damit anrichten. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion abgehalten.